Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Japan-Vlog. Mittlerweile schon der dritte. Heute wurde es ein bisschen schwierig, denn die Parteien haben sich getrennt. Daniel und Wolfram sind ja beim Wettbewerb des internationalen Chorwettbewerbs von Tokio als Jury tätig und haben in der Videokategorie schon mal vorauswählen dürfen, während andere später noch einen Schrein besucht haben. Dazu kommen wir gleich, aber wir gucken uns erstmal ganz kurz an, wie die Szenerie bei Wolfram war. Ich gebe mal ab zu Wolfram. Ja, so sah das bei Wolfram und Daniel gestern den ganzen Tag aus. In dieser Zeit haben sich die anderen von uns auf den Weg gemacht zum Toyokawa Inari-Tempel, auch als Tempel der Füchse bekannt. Und dort haben wir eine ganze Menge spannende Dinge gesehen. Deswegen schalten wir mal dahin und gucken uns mal an, wie das dort so war. Bis gleich. Das war also der gestrige Tag. Heute ging es dann im Prinzip genauso weiter. Daniel und Wolfram waren eingebunden beim Wettbewerb, während die anderen sich auf Sightseeing-Tour gemacht haben. Zunächst in den Meiji-Schrein, eine sehr eindrucksvolle Tempelanlage. Die gucken wir uns jetzt mal an und danach gibt es dann noch eine Station weiter. Und dann habt ihr es auch schon geschafft mit diesem Vlog. Bis gleich. Das war also das. Die letzte Station hat unsere Sightseeing-Freunde heute nach Shibuya gebracht. Dort gibt es nicht nur die größte Kreuzung der Welt mit ca. 250.000 Menschen, die dort täglich die Straße passieren. Das sind ungefähr so 1.000 bis 3.000 pro Grünphase, sondern dort gibt es auch gleichzeitig den längsten Zebrastreifen der Welt. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es die Bilder heute noch und alles Weitere dann in den weiteren Vlogs. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen, je nachdem, wie das Internet so mitspielt. Bis dahin, bleibt musikalisch und abonnieren nicht vergessen.
klingt alles. Ich hör nicht mehr.